Und so geht die positive Zeitkraft vom Typ Unlicht. Perfekt. Ja, sieht cool aus. Damit hast du alle Prüfungen auf Ula Ula bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreib's nur nicht. Und was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, sollst du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Achi! Wehe, du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wäre ich nur stärker gewesen, als Trainer wäre es meine Aufgabe gewesen, Mizuna zu helfen, damit sein Wunsch zu Siegen Wirklichkeit wird. Wäre mir das gelungen, wäre Lili noch hier. Aber jetzt bin ich entschlossener als je zuvor. Wohin haben sie Lili gebracht? Po kann es nicht sein, sonst hätte Archie sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger, als du aussiehst. Nachdenken. Sie ist im Ätherparadies. Im Ätherparadies? Genau, im Ätherparadies. Da wären wir. Das ist die Anlegestelle des Ätherparadies. Normalerweise ist es hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut. Warum glaubst du, dass sie Lili ausgerechnet ins Ätherparadies gebracht haben? Ich weiß es einfach. Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Suchen wir sie. Fragen wir herum. Ja. Perfekt. Florian Merkel, komme bald wieder. Okay. Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht, dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Okay, das heißt, wir müssen kämpfen. Denke schon. Ja, wer bist du denn du? Was ist das bloß für ein Aufruhr da hinten? Aber erstmal zu dir. Willst du nach Malia City zurückkehren? Ja, erstmal ablegen. Erstmal ein Bömmelsche ablegen. Oh, er wartet. Er fährt mit uns. Ich denke, wir nehmen das Herrscher-Pokémon Mantidea mit. Tja, und so viele sind schon gestorben. Blatti Level 30, ja. Oder Georock. Hat die Magnetfalle. Ein Elektroangriff wäre auch okay. 73 Angriff. Oder Manguspector. Geduld bis Lehmschelle Superzahn. Ja. Also hier mit dem hätten wir einen guten physischen. Eigentlich spielt das ja keine Rolle. Ja. Nimm ihn mit. So, zum Einwechseln für ein Finale oder sowas. Unser nächstes Ziel ist das Ätherparadies. Ja, bin bereit. Alright.
Gut, schauen wir es mal um. Okay, der will kämpfen, oder? Ja. Nimm Pflanze, weil gleich gegen mit Milolita. Was meinst du mit Milolita? So, neue Musik. Was meinst du damit, Cliffwary? Salut, Surfen ist Pikachu. Ah ja, Alola Dictri. Hat wahrscheinlich Eisenschild dabei. Boah. Da ist unsere Antwort Linda. Oh, Schaufler. Wir sind eh langsamer. Können es den Dampfer zu drücken. Alter, macht doch ein bisschen Schaden, ne? Aber wir sind immer noch langsamer als das Ding. Obwohl, ja. So, Elsa Level 27, unser Knogger. Oh, Schattenknochen, sehr, sehr fein. Irrlicht und Bürde wäre auch nicht schlecht. Wir nehmen einmal den hier raus. Den Silberblick. Und Tukanon. Tukanon. Au. Kann er schon die Kugelsaat? Auf Level 40. Wir haben eigentlich einen guten Counter. Das ist Mario. Obwohl, wenn er Kugelsaat hat. Stimmt, der Boss hat Milotic, genau. Ja. Es könnte eine Flugattacke kommen. Ja, denke ich. Okay, wir haben mit Mario 73 Verteidigung. Resistieren alles die Flugattacke vierfach. Ja. Und jetzt Donnerschlag. Okay, das war vielleicht ein Fehler. Aber im Ätherparadies gibt es doch bestimmt einen Computer. Den ich nutzen kann. Ja, der kann wirklich Kugelsaat. Ja, der hätte auch Linda nichts machen können. Ja, dann war es mit. Ach, ja, Mario. Ja, Angemon kann hier noch was reißen. Oder? Doch, eigentlich schon. Mondgewalt. Bohrschnabel ist Stab. Aber geht. Angemon hält aus. Okay, das ist unser stärkstes Pokémon. Da sieht man die guten Werte. Ja. Dann wollen wir Bergbeheiler alle voll heilen. So. Mein Auftrag lautet, alle Trainer zu verjagen, die hier auftauchen. Ja.
Ja, solange er nicht wieder so ein Dictry dabei hat, geht es schon. Okay, zwei Pokémon. Kecleon. Was kann Kecleon tun? Er kann Schatten stoßen, aber mehr halt nicht. Ja, ich kann Psychokinese drücken und dann Spukball. Wow. Aber den Death Drop gekriegt. Was macht es jetzt? Tarnung. Er nimmt den Typen normal an. Ja, das war ein verschwendeter Zug. Die Mondgewalt könnte sogar reichen. Ja. Greta Level 38. Oh, Greta will Knirscher lernen. Anstelle von Turmkick. Nee, oder? Durchbruch. Ich nehme mehr den, ich nehme mehr das Risiko. Bismarck. Und Pacoli, Mahlzeit. Und Bismarck. Bismarck ist gefährlich. Greift physisch an, ist klar. Kann Risikotackle. Aber ein Risikotackle. Oh nee, Heimzahlung. Alter. Aber wir tanken. Nee, ich wechsle. Raus zu Linda. Frage, wie komme ich in dem Spiel an mehr als 8 PC-Boxen? Das... Ja, weiß das vielleicht einer? Also ich weiß es nicht, wie man mehr als 8 Boxen kriegt. Ja, ich könnte Konter drücken, aber nee. Und nochmal die Zähigkeit. So, Greta entwickelt sich auf Level 39. Sehr gut. Ist also gleich soweit. So, und es ist noch nicht soweit. Übertrank. Fangen wir mal an mit Dino. Egal wer du bist, ich werde dich zerquetschen. Und wenn es mich mein letztes Hemd kostet. Und da ist eine sehr motiviert. Thunderbomb. Jemand, der hier, der mir das Item Kampfung schaffen kann, wäre mega lieb. Okay, Dino. Kommt rein. Jetzt kommt der Bedroher, oder? Ne, kein Bedroher. Oh, dann zeig mal, was du kannst. Schlammbombe. Ach nee. Das können Z-Attacken daneben gehen? Ich hoffe nicht. Ne, anscheinend nicht. Wir haben den Übereifer. Das heißt, wir haben eh schon eine schlechte Genauigkeit. Und jetzt haben wir auch noch den Genauigkeitsdrop gekriegt. Ja, souverän.
Da kommt Mantidea. Mantidea ist physisch. Machen wir mal den Knirscher. Oder? Was hat es denn wieder für Werte? 69. 100, ja. Angemon, wir haben noch Mondschein. Lockduft. Das heißt, Fluchtwert sinkt oder so? Ja, Fluchtwert sinkt. Wir können Mundgewalt drücken. Okay, Z-Attacken wird immer mit 100% Genauigkeit ausgeführt. Das ist gut. Muss ich mir also keine Sorgen machen. Ja, das weiß nix. Okay, Mundgewalt. Gut, dann lass ich den Normium Z dann auf Radikal. Linda versucht endlich mal Erdbeben zu lernen. Ja, reicht dann. Also Pferdesteiger kann ruhig weg. Ah. Und ich habe gelesen, dass man hier Toxin finden kann. Das wäre natürlich ideal für uns. Nee, falsch. Bricht. Das tauschen wir mal mit Mondgewalt. Ja, wechseln müssen wir jetzt nicht unbedingt. Nee, da gehe ich nochmal nicht hin. Oder noch nicht hin. So, wir müssen trainieren. Deine Pokémon tun mir echt leid. Eindringling. So, jetzt kann ich wieder den Z-Angriff drücken. Parasek. Obwohl, doch nicht. Jetzt eine Kreuzschere abzukriegen, wäre nicht gut. Ja, dann raus zu Angemon. Jetzt eine Kreuzschere kommen sollte. Aha, Pilzspore. Ja. Kann Parasek sich irgendwie boosten? Oh, Schlitzer. Nix. Jetzt aufwachen. Oh, er will jetzt Wachstum haben. Aber einen. Ah, toll. Geht, überleben wir sowieso. Tja. Top-Genesung. Nochmal Schlitzer macht nicht mehr als 50. Ne, 30. Oh, noch Max, und das war sein Fehler. Bam, bam. Oh, das Hindernis ist beseitigt. Oh, Level 48. Vielleicht erreichen wir die Level 50 Marke schon. Und trifft Zeppeli. Gut, da haben wir natürlich den Spukball. Er hat den Spukball. Wir taken das. Ja.
Oh, ich würde sagen, ich mache einmal Mondschein. Ah, okay, war ein Crit. Danke dafür. Und Spukball. Ja, der Finalschlag kommt zwar, aber so viel verlieren wir auch nicht. Oder? Doch nicht. Kein Finalschlag. Er ist Level 30. Und Mogelbaum. Für Mogelbaum habe ich Elsa, aber Elsa ist einfach zu schwach. Linda kann auch nicht, oder? Ah, es ist nur ein Gesteins-Pokémon. Kann Mogelbaum irgendwelche Pflanzen attacken? Sieht zwar aus wie ein Baum, aber es kann ja. Ist ja vom Typ Gestein. Hier raus. Wenn eine Gesteinsattacke kommt, resistieren wir die. Rückentzug. Okay, ich kann nicht fliehen. Und ich nutze das Erdbeben. Tiefschlag. Okay. Nichts. Erdbeben, ja. Das war es. Gut, ich muss kurz Nase putzen. Ich bin gleich wieder da. So, Finalschlag kommt. Attackiert nicht bei speziellen Angriffen. Okay. So, nur bei physischen Angriffen. So, und hier war irgendwo eine gute TM. Und ein Sonderbonbon haben wir gefunden. Speichern. So, da ist nichts. Da scheint immer nichts zu sein. Ja, okay. So, kommt da noch ein Trainer? Ja. Warum ist das? Du musst nach links, um die TM zu haben. Okay, ich bin auf dem Weg. Weil die TM wird wichtig sein. Zum Stallen. Und er hat eins. Ein starkes wahrscheinlich. Razaf. Ah, Razaf. Trifft vierfach effektiv. In der Kampfattacke. Ich könnte rausgehen zu Angemon. Und die Kampfattacke abfangen. Ich kann aber rausgehen zu Linda, weil wir sind da auch gut aufgestellt. Ja, 7 Level drüber, was soll schon passieren? Nahkampf. Ja. Autsch. Ja, den nächsten Angriff überleben wir. Mein Nahkampf war so das Stärkste, was es gibt. Oder? Ja. Ja, der ist auf minus 2, das ist.
macht gar nichts. Minus 2 ist Erdbeben von einem Pampros. Also wenn das kein One-Hit ist. Und tschüss, Razaf. Dino Level 42. Greta entwickelt sich. Und Greta kann doch Toxin lernen, oder? Hey, Greta entwickelt sich. Und? Glückwunsch, Stein Greta wurde zu Irokex. Und das Ding ist gut, es hat nämlich eine gute Verteidigung auf beiden Seiten. Und es kann auch Drachentanz lernen. Bingo, du hast alle registriert. Hey, Mewtwo 65 plus. Lass mich gucken. Mewtwo 65, Mew off. So, dann schauen wir uns die Werte von dem von Greta an. Ah, minus Angriffswesen, ne? Aber 106 Spezialverteidigung und Verteidigung. Also genauso gut wie Angemon. Also ach, oh. Ja, das ist schon sehr gut. Mit Expidermis, das heißt, über Vergiftung müssen wir jetzt keine Sorgen machen. Und das Ding könnte ein Schattenglas oder so kriegen. Und irgendwas anderes. Gucken wir doch mal, was wir so haben. Fatumknoten? Nein. Wahlglas? Nein. Bandsticker? Nee. Granitstein? Hackattack auch nicht. Fokusband vielleicht. Nee, auch nicht. Nee, da ist irgendwie nichts Passendes dabei. Nee, tatsächlich nicht. Erdnormium Z. Expertengurt. Pudersand. Ja, gut. Trank. Aber vielleicht gibt es eine gute TM für den guten Durchbruch. Felsgrab. Welche Attacke könnte man dem Irokex so beibringen? Wie spielt man Irokex? Verhöhner? Nee. Kreuzschere, Psychoschock, Matschbombe. Matschbombe für die Feen. Aber für Feen haben wir eigentlich Linda mit dem Ramboss. So, ich schaue nochmal, welche Attacken Greta kann. Greta kann Knirscher, Turmkick, Grimasse, Zermürben. Wäre doch eine gute Unlichtattacke. Oder sowas wie Klauenwetzer. Haben wir leider nicht. So, kommt noch ein Trainer oder nicht? So, X-Special, X-Spezial. Oh, da ist noch einer. Könnte ein Forscher sein, oder? So. Und es kommt ein Personal, ja. Also nichts Besonderes. Oh, Akani. Akani kann Nahkampf. Und Akani ist cool. Hat den Bedroher natürlich. Ja, was kann Akani? Wahrscheinlich den Nahkampf. Eine Feuerattacke. Ja, ich gehe raus zu Linda. Weil Akani greift hier immer physisch an.
Selbst wenn jetzt ein Irrlicht kommt. Egal, ich mache einfach einen Dampfwalz ein paar Mal. Oh, X-Angriff. Tja. Ich kann da nichts reinwechseln, oder? In eine Z-Attacke, in einen Flammenblitz. Nee. Schnüffler. Dachschnell greift an, wenn er das mit Flammenblitz. Aber dieses Erdbeben dürfte doch ausreichen. Hoffentlich. Ja, gut. $1300, $1500 sind gute Erfahrungspunkte. Und ganz am Ende wahrscheinlich Thermtoxin. Das brauchen wir dringend. Dringend, dringend. Und alle können es erlernen. Ich nehme mal Greta. Zwar für... Ja. Ja, doch. Doch, doch, doch. So. Der Pixie können wir eh nicht vergiften, weil es ja Magieschild hat. Also können wir irgendwen anders vergiften und dann rauswechseln. Und dann mit Pixie immer Mondschein drücken. Ja, lass uns nach oben fahren. Was ist denn los? Anscheinend können nur Angestellte der Aether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Damit hätte ich rechnen müssen. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen nach oben. Alles kein Problem. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Aether Foundation und fraglos unentbehrlich. Was habt ihr zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das weißt du als Regionalleiter der Aether Foundation besser als ich. SKR Gamer 04. Sorry, dass ich zu spät bin. Ja, er macht nichts, macht nichts. Wir kommen gerade in die heiße Phase. Wir müssen gleich gegen die Chefin antreten. Aber erstmal gegen den, denke ich mal. So. Weißt du, was mir am Trainerdasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Was du nicht sagst, wirklich süß. Man nennt mich auch die letzte unüberwindbare Bastion der Aether Foundation. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr malt sich Siegeschancen gegen mich aus, dass ich nicht lache. Aber wenn ihr unbedingt darauf besteht, können wir gerne kämpfen. Tja, ohne Vorwarnung. Der hat ja Psycho, der hat Lamus. Ja, der hat, glaube ich, Lamus, oder? Oder Hypno. Ne, Hypno. Ja, wir leben mit dem perfekten Pokémon. Wobei ich... ein... ja, über Sprintangriff oder einen Tiefschlag drücken kann. Oh ne, wir werden ab. Schlecht für ihn. Er trifft nicht die 55%. So, ich vermute, das reicht aus. Wir sind quasi auf plus 1. Übereifer. Oh, ja. Ja, das war's mit dem. Arg. er ist geschockt. Was? Und was ist in der Welt? Wie konnte dieses Kind mich nur... mich... einfach sagenhaft, Archie. Dabei ist Fabian doch so stark. Also noch einmal. Stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ist ja schon gut. Auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet.
Ganz schön zynisch gemacht. Aber gut. Wäre ich auf der Suche nach Kosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss? Das erinnert mich an etwas. Ach ja. Meinte Pierre nicht, diese Erschütterung neulich sei aus dem Untergeschoss gekommen? Was in aller Welt treibt ihr da unten? Das wüsstest du wohl gerne, was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine andere Ebene, Welt, ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch, das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Wir fahren jetzt alle drei gemeinsam. Also seid ihr bereit? Nee, ich will mich noch ein bisschen umsehen. So, hier warten, glaube ich, keine weiteren Leute. So, das heißt, ja, die Box leert sich mal weiter. Gut, dann nehmen wir mal Mantidee auf Level 30 dazu. Ja, verwurzelte Laubklinge, Synthese, minus Angriffswesen. Vielleicht kann es ja noch irgendwas lernen. Toxin. Doppeltoxin. Aber eine Attacke kann nur hier weg. Wachstum. Ja. Blöd. Matschbaum kann es nicht lernen. Kreuzschere, eine gute Käferattacke. Nee, Akrobatik nicht, nee. Egal. Ja, herzlichen Dank. Ja, jetzt bin ich soweit. Oder ist oben noch irgendwas? Nee. Yes. Ah, nee. Ich glaube, das war falsch. Ja, jetzt muss ich ihn. Nee, ihn ansprechen. Seid ihr bereit? Jo, wir sind bereit. Dann lasst uns gehen. Oh, der freut sich jetzt irgendwie. Hier hat sich ja nicht viel verändert. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. So. Nee, warte. Mann. Tidea. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B. Das liegt am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich hier überhaupt aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Aber anscheinend bekommt es Gladio auch mit der Angst zu tun. Hier, Archie, das für dich. Ein Top-Beleber. Lily braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, wo ist B? Ja, was soll's. Wir gehen hier durch. Oh. Stehen geblieben, Eindringling. Niemand betritt unbefugt das Geheimlabor. So,
Einer gegen drei. Und es ist... Ach, er hat nur eins. Slimog. Okay, Slimog ist kein Ding. Oh, es könnte den Komprimator einsetzen. Verdammt. Ach, aber X-Abwehr. Gib mir ihre Items. Wir hauen ihn so schnell wie möglich kaputt. Ich schätze mal, die Hälfte nehmen wir weg. Also in den gelben Bereich. Ja. Tja, was jetzt? Raus zu Linda. Ja, raus zu Linda. Abschlag. Wow. So viel Schaden. Wir sind schneller? Nee. Aber wir haben gewonnen. War uns zwar kein Pudersand mehr. Es kann ja gerne. Könnte nächste Woche schon Wi-Fi Battlestream kommen. Hätte Archie zockt. Ja, das heißt, ich müsste noch ein paar Streams machen, bevor ich dann den Z-Kraftring kriege. Wobei ich brauche ja die Items, die ganzen. Muss ich ja mit DPs wieder bekommen. Nächste Woche könnte es vielleicht passen. Wir kriegen keine Pause, wir müssen... Okay, Magneton. Magneton. Ja. Ah, Magneton, ja. Linda ist angeschlagen. Tja. Ja, jetzt ist die Sache. Raus zu Linda. Dann halt Top-Genesung. Raushauen wahrscheinlich. Oh ne, Lichtkanone. Puh. Da geht er automatisch auf die richtige Attacke. Naja, oder? 120. Passt. Gamer. Ist eigentlich easy, muss nur Mantax surfen. Okay, ich versuche es dann. Okay, er macht immer 50 an Schaden. Dann machen wir Dampfwalze. Oh, Metallsound. Spezialverteidigung sinkt, also nicht gut. Es hat die Robustheit. Ja, das ist die Sache. Wir haben plus Init-Wesen. Und Magneton hat Tempo wie viel? Ah, das muss ich gucken. Magneton. Tempo 60 oder so. 70. Aber was will eine Lichtkanone abkriegen? Eigentlich gar keiner. Oh, wir sind schneller, sehr gut. Und SKL Gamer hat sich entschieden, alle 6 Boxen zu tauschen. Wie lange hat das gedauert? Stunde, 2 Stunden. Und Nasha the Basher ist auch online. Dann welcome. So, Dino Level 43, cool. Jetzt kommt der dritte im Bunde.
Oder? Kommt der dritte? Jep. Lass mich raten, was dich herführt. Du suchst Kosmog, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welche Experimente wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Ach man. Keine Chance zu heilen. Und was hat er diesmal? Hat er irgendwie Magma oder so dabei? Ah ne, Polygon 2. Das beste Pokémon auf der Welt. Download. Oh, er kriegt einen Angriffsplus. Ich würde sagen, Set, Risiko-Tackle, X-Tempo. Er ist auswählt jetzt alles. Ja, Polygon 2 mit Evolit. Ich hoffe, es hat keinen Evoliten. Und Julian TV ist auch da. Oh, dieses Polygon überlebt mit einem KP. Ist das nicht schön? Aber ich kann einfach Tiefschlag drücken, ne? Ein paar Mal. Ja, soll es ruhig Magnet fliegen. Irgendwann muss es ja angreifen. Perfekt. Elsa 32. Ist immer noch zu schwach, vor allem ohne Kampfknochen. Werden wir hier nichts machen können mit Alola Knogger. Kosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück, der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Deshalb haben wir diese Experimente durchgeführt. Da rennen sie alle weg. Ja, keine Freunde mehr da.